Eine Frau, die sich im Alpinismus durch ihre Vielseitigkeit, ihren Mut und nicht zuletzt auch durch ihre grandiose Vermarktung einen Namen gemacht hat, den unzählige Menschen weltweit kennen. Herzlich willkommen zu Legenden im Porträt. Heute im Porträt Gerlinde Kaltenbrunner. Gerlinde Kaltenbrunner wurde am 13.12.1970 in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie dann jedoch in Spital am Pyhrn, was zwar nicht gerade dem Flachland entspricht, aber auch nicht das klassische Hochgebirge ist, was viele andere Alpinistengeschichten eint. Das Mittelgebirge hat sie aber nicht von dem abhalten können, was ihre Leidenschaft betraf. Auch nicht in jungen Jahren. Denn der Pfarrer der örtlichen Gemeinde nahm sie schon in ihrer Kindheit regelmäßig mit in die Berge, was wohl den Grundstein für so manches der Zukunft gelegt hat. Mit 13 Jahren begann sie dann schließlich auch mit dem Klettern. Dass sich Gerlinde Kaltenbrunner nicht viel Zeit lassen will mit ihren Missionen, sieht man allein an den Bilanzen ihrer Erfolge, Misserfolge und Versuche, aber auch an dem Alter, in dem sie mit den ersten großen Projekten gestartet hat. Bereits mit 23, also 1993, bestieg sie erstmals einen 8000er, den Broad Peak. Zwar keiner der schwersten 8000er, aber mit 23 Jahren eine unfassbare Leistung, die nur ganz wenige Spitzenalpinisten der Welt in diesem Alter vorweisen können. Und keineswegs braucht man glauben, dass hier schon die Spitze der Leistung erreicht war. Es war erst der Anfang. Wie sie selbst später sagen wird, war es immer schon ein großes Ziel, die 14 8000er der Welt zu besteigen. Und dieses Ziel nahm sie sich stets ohne Sauerstoff vor. Eine zusätzliche Erhöhung der Schwierigkeit, die den meisten Menschen jegliche Bewegung in diesen Höhen unmöglich machen würde. 4 Jahre nach ihrem ersten 8000er stand sie auf dem Cho-Oyu und mit dem Jahr 2000 ging dann im Leben Gerlindes eine wahre Jagd auf die restlichen 12 8000 Meter hohen Gipfel los. Mit 30 Jahren im Jahr 2000 bestieg sie die Shishapangma, im Jahr darauf den Makalu. 2003 stand sie am Nanga Parbat, 2004 auf der Annapurna und dem Gashabrum 1, ein Jahr später am Gashabrum 2, dann 2006 am Kangjeng Dzönga, 2007 am Broad Peak und dann ging es ab dem Jahr 2008 so richtig los. Im Jahrestakt bestieg sie den Kangjeng Dzönga, Daulagiri, Lhotse, Mount Everest und K2. In einer Auflistung hört sich das zwar alles spektakulär an, aber in Wirklichkeit sind diese Erfolge fast nicht greifbar. Sie sind vergleichbar mit den Leistungen eines Reinhold Messners in seiner Blütezeit im Himalaya oder auch den Leistungen eines Hans Kammerlander. 14 8000er in 18 Jahren, 13 dieser Berge innerhalb von 11 Jahren. Man könnte meinen, sie hätte da oben regelmäßig irgendwas Wichtiges vergessen. Und vielleicht hat sie das auch, denn diese Besteigungen waren für sie im Nachhinein eine unglaublich wichtige Erfahrung, aus der sie viel für das Bergsteigen, aber auch das Leben gelernt hat. Denn Gerlinde Kaltenbrunner macht sich nicht nur viele sportliche Gedanken, sondern auch viele philosophische Gedanken. Aus den Erfolgen und Misserfolgen zieht sie ihre Schlüsse und Lehren und lernt, was im Leben damit auch wirklich wichtig ist und wie man Dinge wirklich anpacken sollte und was Zielstrebigkeit eigentlich alles leisten kann. Denn ja, auch Misserfolge begleiteten das Leben von Gerlinde Kaltenbrunner. Selbst wenn Bergsteiger selten über ihre gescheiterten Expeditionen und Projekte sprechen und viel lieber über ihre großen Erfolge, lernt Gerlinde auch aus ihren Misserfolgen. Und davon gab es nicht wenige. 2003 scheiterte ihre Kangjeng Dzönga-Expedition aufgrund widriger Bedingungen. 2005 musste sie am Mount Everest auf 7650 Metern umkehren, weil ihr Bergpartner Hirotaka Takeuchi unter einem Hirnödem litt. Ein Jahr darauf machte ihr der Lhotse einen Strich durch die Rechnung. 2007 probierte sie zweimal den Daulagiri und musste zweimal erfolglos umkehren. Einmal wegen der Höhenkrankheit der Partnerin Lucia Orsulova und einmal wegen einer Lawine. Und 2007 galt wohl als durchmischtes Jahr der Erfolge und Misserfolge. Denn auch der K2 blieb ihr 2007 zweimal wegen widriger Bedingungen verwehrt. 2008 gelang ihr der Lhotse erneut nicht, da ihr Partner Ralf Dujmovic Probleme mit Erfrierungen bekommen hat. Und der K2 hat ihr bis zu ihrem Erfolg 2011 noch 4-mal das Umkehren abverlangt. Nun bleibt aber eine Frage am Ende der Karriere einer Extrembergsteigerin. Wann sind die Misserfolge so viele, dass man nicht mehr weitermacht? Gerlinde Kaltenbrunner wird diese Frage wohl nie beantworten können, denn wie man 2011 sehen konnte, sie machte immer weiter. Und auch abseits der 8000er gelangen ihr alpinistische Höchstleistungen im Jahresrhythmus. Nuptse, Denali, Amadablam, Alpamayo und unzählige mehr stehen wohl in Gerlindes Tourenbüchern, als wenige von vielen Touren, die ihr Leben gestaltet haben.
Gerlinde Kaltenbrunner konnte sich zwar über die Jahre regelmäßig im Ruhm sonnen, jedoch blieb auch die ein oder andere Kritik nicht aus. Abgesehen von ihren Misserfolgen gelangen ihr Aufstiege nämlich nur deshalb so reibungslos, weil sie stets ein viel an Infrastruktur nutzte und nur angelegte Spuren verwendete. Diesen Angriffspunkt nutzten Alpinisten wie Reinhold Messner, um diese Erfolge zu relativieren. Sie betreibe Pistenbergsteigerei, wie ihr später vorgeworfen wurde. Nichtsdestotrotz bleibt die Besteigung dieser Berge keine einfache Herausforderung, gerade mit dem Verzicht auf den Flaschensauerstoff. Während ihre bergsteigerischen Leistungen jedenfalls immer in die Extreme führten, wusste sie stets, sich zu vermarkten. Schon früh hat sie sich in bekannten Zeitschriften, Interviews und TV-Beiträgen positioniert und spielte ihre Erfahrungen und ihr Wissen für ihre Bekanntheit letztlich auch aus. Gerlinde Kaltenbrunner verstand es, die Berge des fernen Ostens nach Hause, nach Österreich zu holen und gut zu präsentieren. Diese Fähigkeit nutzt sie bis heute, um bei unzähligen Vorträgen für Unternehmen, aber auch öffentlichen Events zu überzeugen und nicht zuletzt auch ihr Geld zu verdienen. Über und von Gerlinde Kaltenbrunner, die eigentlich gelernte Krankenschwester ist, erschienen über die Jahre auch diverse Filme und Bücher. Gerlinde Kaltenbrunner war, ist und bleibt eine starke Frau. Ihre Leistungen bleiben bis heute fast nicht nachzuahmen. In der kurzen Zeit, die sie 14 Achttausender bestieg, unter den Umständen und mit dieser Zahl an Schwierigkeiten in all den Jahren, lernte sie wohl eine Menge über sich, über die Welt und über die Berge. Sie war stets ein Talent am Berg und in der Präsentation ihrer Abenteuer und blieb trotzdem so am Boden, dass sie keine Ansprüche auf Ehrungen und Co. stellte, sondern das Bergsteigen stets als eine Möglichkeit der Selbsterfahrung und weniger als Wettbewerb betrachtete. Und trotzdem schaffte sie es mit ihren 14 Achttausendern als allererste Frau aller Zeiten, alle 14 Achttausender ganz ohne Flaschensauerstoff zu besteigen. Natürlich könnte man sagen, dass Gerlinde Kaltenbrunner nur die 14 Achttausender bestiegen hat und sonst eigentlich keine großartigen alpinistischen Leistungen vollbracht hat. Aber fairerweise muss man sagen, gerade diese 14 Achttausender sind eigentlich einer der größten Meilensteine, die ein Bergsteiger überhaupt erreichen kann. Und neben auch sehr technisch schwierigen Bergen wie eben dem Nutzer und vielen mehr, ist das definitiv eine großartige Leistung. Und man kann sagen, dass auch das ausreichen sollte, um als eine der größten alpinistischen Personen aller Zeiten in die Geschichtsbücher einzugehen. Ich wünsche Gerlinde Kaltenbrunner noch viele schöne und erfolgreiche Jahre und eine tolle Zukunft, egal wie sie aussehen mag, egal ob als Vortragende oder als Bergsteigerin.